Die Inflation heute etwas niedriger, die Märkte feiern eine große Party, weil man sich sagt, naja, die Fed, die wird doch bald die Zinsen senken. Das Glas ist mindestens halb voll, nachdem man von den letzten 6 Inflationsberichten 4 hatte, die auf der Oberseite überrascht haben. Jetzt hat man 2 hintereinander, die jeweils um 0,1% niedriger waren. Also ist das die Superparty, die natürlich weitergehen muss, angeführt von einem Top-Unternehmen, das in Sachen KI noch der total Blinde war bis vor ein paar Tagen, bis man dann gesagt hat, man macht ja irgendwie was mit KI, hat aber dabei vergessen zu sagen, naja, wie wollen wir da eigentlich Geld verdienen? Die Rede ist von Apple, wie Sie vielleicht schon geahnt haben, heute wieder 5%, aber heute steigt sehr vieles, heute steigt vor allem natürlich Tech. Und das, weil man eben jetzt diese Zinshoffnung hat im Vorfeld der heutigen Fed-Sitzung. Und diese Sitzung könnte, obwohl eins klar ist, nämlich dass die Fed die Zinsen heute nicht verändern wird, könnte doch sehr interessant werden, und zwar wegen den Dotplots. Und nicht nur wegen den Dotplots für das Jahr 2024, also für dieses Jahr, wo man erwartet, dass die Fed von 3 Zinssenkungen auf 2 Zinssenkungen gehen wird. Mal sehen, ob es so kommt. Aber auch interessant werden die Dotplots, also die Zinserwartungen der FED-Mitglieder für die Jahre 2024 und 2025. Und warum ist das so? Weil in diesen Dotplots für den längeren Zeitraum, da definiert im Grunde die US-Notenbank, was der neutrale Zinssatz ist. Also der Zinssatz, der die Wirtschaft weder bremst noch irgendwie antreibt, stimuliert. Und da könnte Interessantes passieren, muss nicht passieren, aber könnte passieren. Schauen wir uns die ganze Gemengelage mal an. Wir hatten also diese Daten und da gab es im Vorfeld Konfusion. Ja, wie ist es jetzt? Wie soll die Inflation eigentlich ausfallen zum Vormonat? Die Headline-Inflation CPI. Da hatte JP Morgan gesagt 0,3, man las in Deutschland vorwiegend aber 0,1, und wie sich jetzt rausgestellt hat, nach langem Kuddelmuddel, es war 0,1 die Erwartung und wir sind reingekommen bei 0,0, also unverändert in der Kernrate, 0,2% zum Vormonat statt der 0,3 erwartet. Und zum Vorjahresmonat CPI 3,3 statt 3,4 und Core, also Kern, 3,4 zu 3,5, also jedes Mal 0,1% weniger. Damit haben wir die geringste CPI-Headline seit Mai 2020 und in Sachen Core zum Vormonat den niedrigsten Wert seit August 2021. Also wenn das kein Grund für eine Party ist, meine Damen und Herren, dann weiß ich ja auch nicht, zumal man ja eigentlich schon sehr optimistisch war, dass diese Inflationsdaten eher auf der Unterseite reinkommen dürften als auf der Oberseite. Ich hatte heute Morgen im Video das ein bisschen thematisiert. Hier sehen wir nochmal das Kuddelmuddel bei JP Morgan, wo man eben gesagt hat, als Basisannahme 0,3%. Deswegen alles, was unter 0,3 ist, mit Gewinnen. Alles, was über 0,3 ist, eben mit Verlusten der Aktienmärkte. Wir wissen, dass es natürlich unter 0,3 war, weil die Konsenserwartung 0,1 war. Und die letzten 7 Male gab es ja dann immer Party, obwohl meistens ja bei den letzten Monaten die Inflationsdaten überrascht haben. Aber da hat man sich gesagt, who cares, wir haben doch KI, gell? Was brauchen wir? Zinssenkungen, wenn wir KI haben, hat sich eigentlich von diesen Zinssenkungen verabschiedet. Jetzt feiert man trotzdem die Zinsparty. Okay, schauen wir mal, was die Fed dazu sagen wird. Und hier sehen wir diesen Trend, der geht runter, was die Year-over-Year-Headline-CPI betrifft. Das ist das Blaue hier, stabilisiert sich aber irgendwie über der 3%-Marke, während jetzt die Kerninflation hier in Orange oder jedenfalls heller als die andere auch Richtung 3% geht, aber deutlich über 3% bleibt. Bekanntlich ist das Ziel der US-Notenbank Fed ja 2%, und dementsprechend sagt die Commerzbank hier, ja, schön, alles gut mit diesen Zahlen, aber die Fed wird mit einer ersten Zinssenkung noch länger abwarten, um sich sicher zu sein, dass die Inflation unter Kontrolle ist. Und hier sehen wir mal exemplarisch ein paar Bewegungen jetzt von Mai 2024 im Vergleich zu Mai 2023, also vor einem Jahr, haben wir Transport plus 10%, Elektrizität knapp 6%, Shelter, also Unterkunft 5,4%. Die zwei einzigen Bereiche sind Autos, nämlich neue Autos 0,8% und Gebrauchtwagen minus 9,3%. In diesen Gebrauchtwagen, da steckt aus meiner Sicht, oder dem Rückgang der Gebrauchtwagenpreise steckt aus meiner Sicht eine Botschaft, nämlich, dass immer mehr Amerikaner
ihre Autokredite nicht mehr bedienen können. Und was machst du, wenn du das nicht mehr kannst? Dann gibst du das Auto zurück, so wie man damals in der Finanzkrise eben dann einfach die Schlüssel seines Hauses zurückgegeben hat. Wenn man eben den Hauskredit nicht mehr bedienen konnte, so macht man es mit dem Auto. Dadurch kommen sehr viele Autos wieder zu den Händlern zurück. Dadurch hast du ein großes Angebot. Dadurch fallen die Preise. Schauen wir uns mal hier Motor Vehicle Insurance im Vergleich zum Vorjahr über 20%, Tabak und so weiter, Hospital Service, Elektrizität, dann wichtig, Owners Equivalent Rent, alles sehr deutlich im Plus. Insgesamt sind das 25 Kategorien, in denen das eingeteilt ist, nur 4 davon, also 4 gegen 21, die fallen. Das ist neue Autos, das sind gebrauchte Autos, das sind Ticketpreise für Flugzeug. Und Dairy und Related Products, also wir haben ein Verhältnis von 4 zu 21 von dem, was fällt in Sachen Inflation zum Vorjahr, zu dem, was weiter gestiegen ist zum Vorjahr. Das ist das eine. Und wichtig ist eben diese Shelter-Komponente, also die Unterkunft, weil die so bedeutsam ist in der Inflationsberechnung. Und hier haben wir eben die Situation, dass wir jetzt Ex-Shelter Core CPI, also das ist die sogenannte Supercore, dass die sogar leicht negativ gewesen ist, während aber Shelter immer noch mit 0,18% gestiegen ist, damit sogar mehr als im April gestiegen ist. Also das zeigt, dass das relativ sticky ist, auch wenn Zero Hedge in dieser unteren Grafik zeigt. Naja, das widerspricht doch dem, was andere Berechnungen von Privatfirmen zum Beispiel sagen in Sachen Miete, mag sein, aber die Hauspreise steigen ja noch und dadurch ist die Homeowners Equivalent Rent, also die Miete, die man zahlen würde, wenn man sein Haus vermieten würde oder die man erwarten würde, wenn man sein Haus vermietet, die steigt deswegen weiter. Deswegen weiß ich nicht, wie valide diese Grafik ist. Wir werden es wahrscheinlich zukünftig erst wissen. Hier sehen wir nochmal diese Supercore, die auch, also diese Superkernrate, die auch zurückging, eben wegen Energiepreisen, die gefallen sind im letzten Monat. Und hier unten sehen wir die Owners Equivalent Rent, die sehr, sehr wichtig ist, aber weit über 5% noch ist, auch wenn sie so langsam zurückgeht, keine Frage. Wenn wir jetzt zu den Märkten kommen, dann können wir sagen, ja, das war schon durchaus ein Event mit den CPI-Daten. Jetzt haben wir die Fette noch vor der Brust. Wird das auch so turbulent wie jetzt mit den Inflationsdaten? Auf jeden Fall ist jetzt eingepreist, ziemlich fix, der September als erste Zinssenkung. Hier sehen wir mal vor den Daten dunkelblau. Beziehungsweise nach den Daten dunkelblau und vor den Daten, also Schlusskurse gestern, was diese Fed-Swaps einpreisen, da sind wir ein bisschen runtergegangen. Die Fed selber liegt ja viel tiefer sogar oder lag viel tiefer in ihren Voraussagen. Das dürfte sie heute korrigieren. Und wenn wir jetzt nochmal zu den Fed-Swaps kommen, also diesen Erwartungen, was da jetzt kommen wird bei den nächsten Fed-Sitzungen, sehen wir 85% Wahrscheinlichkeit, dass nach der heutigen Sitzung dann die nächste Sitzung, die ist am 31. Juli, weiter die Zinsen unverändert bleiben, 14,5%, dass sie doch gesenkt werden. Und dann aber im September, 18. September, Wahrscheinlichkeit von 61%, dass die Zinsen sinken und nur 29%, dass sie da bleiben, wo es gerade sind. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, wir haben ja eine Situation in Sachen Inflation, nämlich den Basiseffekt. Also praktisch, welches Vergleichsniveau wir heranziehen. Und bei der Inflation ist das ja meistens der Vorjahresmonat. Und schauen wir uns jetzt mal die Daten an. Dann sind wir zweimal in diesem Jahr mit 0,3% zum Vormonat reingekommen, zweimal mit 0,4% und einmal mit 0,0%, gibt in der Summe knapp 0,3% pro Monat im Durchschnitt. Und das würde bedeuten, wenn wir bei 0,3% sind, dann wären wir bei knapp 4% zum Zeitpunkt der US-Wahlen. Würde also wieder nach oben gehen. Warum? Weil wir im Mai 2023 4,9% oder 4,1%, also weit über 4%, fast 5% Inflation hatten. Und das ist dann ziemlich schnell nach unten gegangen in Richtung 3%. Juni war dann schon, glaube ich, 3%. Also hier der Basiswert, der wird jetzt immer niedriger, die Latte liegt immer niedriger. Deswegen wird die ganze Geschichte eben latent nach oben gehen, was die Vorjahresmonatberechnung betrifft. Und hier sehen wir mal, insgesamt sind wir jetzt 38 Monate über, in Folge über der Marke von 3%. Das ist die längste Strecke seit den frühen 80ern und 90er Jahren. Ja, wir waren da Anfang, Ende der 80er, Anfang der 90er waren wir da nochmal ein bisschen länger dabei und jetzt ist natürlich der Fokus schon auf die Fed gerichtet.
klar, keine Zinssenkung. Man wird das Quantitative Tightening, das man ja beschlossen hat, also die Reduzierung der Bilanzreduzierung, da wird man nichts dran ändern. Man erwartet, dass diese Dotplots für 2024 von 3 auf 2 fallen, also 2 Zinssenkungen. Und man erwartet, dass für 2024 und 2025 die Fed die Wirtschaftsprognosen ein bisschen senken wird. Okay, interessant, hier sehen wir das. Nochmal die Konsenserwartung für die Juni-Sitzung in diesen Dot-Plots, also in diesen Pünktchen-Charts, wenn man so will, 3 auf 2. Das ist das eine, aber jetzt kommt das, was, glaube ich, auch wichtig werden kann. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, dass das wichtig werden wird, aber man sollte es mal auf dem Schirm haben, was Jim Bianco sagt. Okay, die derzeitigen Zinsen sind ja bei 5,25 bis 5,5%. Und die Fed hat bisher eine neutrale Rate von 2,5% angenommen, also einen Leitzinssatz, der weder die Wirtschaft bremst noch stimuliert. Jetzt haben aber mehrere Fed-Mitglieder in letzter Zeit gesagt, also irgendwie scheint uns, dass die neutrale Rate irgendwie höher sein müsste, also dass das Niveau über 2,5% sein müsste bei den Leitzinsen, die dann, wenn sie weder stimulieren, eben noch bremsend sind. Und jetzt ist eben die Frage, was wird passieren, wenn die Fed-Mitglieder über die Dotplots für die Jahre 2025 und 2026 signalisieren, dass sie die neutrale Rate höher sehen, zum Beispiel nicht mehr bei 2,5%, dann man hat ja schon gesehen, dass Zinsen über 5% offenkundig die Wirtschaft nicht wirklich eingebremst haben, also ist die Wahrscheinlichkeit durchaus da, dass man sagt, naja, die neutrale Rate muss höher sein, vielleicht sogar 5% oder 4,5% oder 4% oder wie auch immer, denn wie Jim Bianco zeigt, wenn man bei dieser neutralen Rate R bei 2,5% bleibt, dann würde das bedeuten, dass man 11-mal die Zinsen senken muss mit einem jeweiligen Viertelpunktschritt oder Viertelprozentschritt, um sozusagen neutral zu sein, um auf diese 2,5% zu kommen. Wenn man aber sagt, naja, die neutrale Rate ist zwischen 4 und 5%, dann wären es nur noch 3 bis 5 Zinssenkungen, also ja nicht mehr so viele. Das würde also sozusagen die Dringlichkeit für die Fed vom Tisch nehmen, die Zinsen auch wirklich schnell und irgendwie dynamisch zu senken. Und hier sehen wir mal die Dotplots aus dem März. Diese Dotplots gibt es ja nur alle 3 Monate. Und hier sehen wir, die Fed-Mitglieder sind dann mit den Zinsen nach unten gegangen in 2025, 2026 und Long-Term. Vor allem Long-Term, diese Geschichte wird interessant sein. Und da könnte es passieren, dass man das deutlich nach oben setzt, um zu sagen, die neutrale Rate liegt höher. Höher ist auch Apple gestern ja schon gegangen, nämlich mal eben 215 Milliarden Dollar, sportlich für ein Unternehmen, das um und bei 370 Milliarden Dollar im Jahr an Umsatz, nicht Gewinn erzielt, aber da an einem Tag, gell, wegen KI und so, nur Nvidia war ein bisschen was besser. Heute geht die ganze Party weiter, wieder fast 5% oder 5%, sodass Apple sogar wieder das wertvollste Unternehmen ist. Klar, wir haben ja unfassbares Wachstum bei Apple gesehen, so in den letzten 4 bis 6 Quartalen, also dynamischer Stillstand, ja, könnte man sein, und hat jetzt praktisch ein Price-Earnings-Ratio von 30, in 2 Tagen mal eben gut 300 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung hinzugewonnen. Warum nicht? Wie gesagt, wenn du irgendwie sagst, du machst was mit KI, dann reicht das. Du musst gar nicht sagen, ja, wie wollen wir denn da eigentlich Geld verdienen? However, wir sehen, wenn wir uns mal die Indizes anschauen, Nasdaq natürlich durch Nvidia und Apple und was alles so steigt, denn natürlich wieder sehr stark, aber interessant auch der Russell 2000 heute sehr, sehr stark, während der Dow Jones irgendwie weiter hinterherhinkt. Sven Hendrick hat ja diese interessante Grafik gezeigt, oder ich hatte die auch von Sven Hendrick schon mehrfach gezeigt, die ja klar gemacht hat, dass eigentlich mehr Aktien gefallen sind als gestiegen sind und trotzdem die Indizes ein neues Allzeithoch erreichen. Wird sich diese Lücke schließen? Werden also solche eher bisher schwach performenden Indizes wie der Russell 2000 jetzt aufschließen? Frage. Wird man also umschiften vielleicht von den bisher so gut gelaufenen Tech-Aktien? Fragezeichen. Wir sehen den VIX bei 12,42. Rückgang von knapp über 3%. Ist jetzt nicht die Welt eigentlich angesichts der Party, die da gerade stattfindet? Und diese Party bringt auf den Punkt wieder meine zweitbeste, also mit Abstand zweitbeste Freundin, Cathy Wood, die hat ja ein Kursziel bei Tesla von 2000 Dollar, weil sie es mit den Fundamentaldaten so ernst nimmt, gell, und festgestellt hat, ja, die Verkäufe von Tesla gehen ja rapide zurück. Na, da müssen wir jetzt einmal das Kursziel von 2000 auf 2600 erhöhen. Ein bärischer Fall wäre 2000, ein bullischer Fall wäre 3100 Dollar. Damit hätte dann
Tesla eine Marktkapitalisierung von 8,3 Billionen, das wäre also fast so viel wie Apple, Nvidia und Microsoft jetzt zusammen. Also wenn diese Frau nicht ein bisschen gaga ist, dann weiß ich auch nicht, aber deswegen ist sie meine zweitbeste Freundin. Hier sehen wir nochmal den Nasdaq Daily, da sehen wir, ja, das ist nach oben gegangen, jetzt sind wir ein bisschen was überkauft, bilden eine negative Divergenz, aber Kurse steigen natürlich immer, auch in Europa und auch in China, so wissen wir, nein, in China sind sie heute gefallen, weil eben hier eine Deflation oder im Reich der Mitte einer Deflation herrscht und jetzt kommt hinzu, dass die EU wohl Zölle erheben wird von 17,4 bis 25%, je nach Marke des Elektroautoherstellers in China. Also da bin ich gespannt, wie die Chinesen reagieren. So, jetzt ist es passiert. Wir haben den zweiten Teil von Bulle gegen Bär, Lochner gegen Fugmann veröffentlicht. Ich denke, das könnte nochmal sehr interessant werden. Nochmal herzlichen Dank an Mario, der ein sehr netter und zuvorkommender Gastgeber war. Danach haben wir uns nur ein paar bayerische Helle neigepresst, ne, um ehrlich zu sein. Also das hat mich sehr, sehr gefreut. Auch der Besuch in meiner alten Heimatstadt. Und ich werde dieses Video unter dem Video verlinken gehen, dass Sie da mal reinschauen. Ich würde es Ihnen dringend empfehlen. Hier geht es vorwiegend um die größeren Zusammenhänge. China, Trump, was sozusagen zukünftig an den Märkten passieren könnte. Das ist die erste Empfehlung. Und die zweite Empfehlung, Dump Money is all in Aktien. Ist das ein Warnsignal? Alles bitte gerne auch über Social Media weiterempfehlen. Und jetzt sehen wir uns dann wahrscheinlich oder lesen uns um 20 Uhr. Da bringen wir die FED-Entscheidung, das Statement. Und dann 20:30 Uhr schmiegen wir live über ein Live-Feed plus Kommentare meinerseits die Pressekonferenz von Jerome Powell ab. Jetzt sage ich erst einmal Servus, ciao.